Zur gleichen Zeit entdecken Polizeitaucher am Grund des Decksteiner Weihers einen möglichen ersten Hinweis. Eine frisch versenkte Flaschenpost mit besorgniserregendem Inhalt. Nach unserem ONS. 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 One-Night-Stand vielleicht? Also, wenn ich die da hinten abrammeln Schlau. Sehen, würde ich sagen. Schlau. Normale ja, ja, ja. Umgangssprache. Erzähl mal weiter. Okay. Nach unserem One-Night-Stand muss ich ständig an dich denken. Und mir ist klar geworden, dass ich heftige Gefühle für dich habe. Für mich bist du mehr als ein Kumpel. Mir fällt es aber schwer, dir das direkt ins Gesicht zu sagen. Aber ich halte es so nicht mehr aus und habe deswegen diesen Weg gewählt. Welchen Weg denn jetzt? Hast du mitgehört, Peter? Mhm. Okay. Ich bin doch nicht hier. Also langsam mal. Die Frau hat da jetzt nichts gefunden, aber die gucken halt weiter. Die anderen gehen jetzt auch alle ins Wasser. Ja, wo ist denn die Drohne jetzt? Die Drohne ist hier vorne. Also, ich mache mir riesige Sorgen jetzt, ganz ehrlich. Ne? Ich meine, Kollegin kam gerade mit dem Brief da und hat mir den vorgelesen. Also, wenn ich das lese, ist für mich irgendwo klar. Suizidiale Absichten hat sie. Ob sie das jetzt letztendlich halt durchgezogen ist, ja, sind Drogen im Spiel, ist das Alkohol im Spiel, Hemmschwelle ist überwunden, das kann ganz schnell passieren. Ich hoffe, die hat hier keinen Scheiß gebaut. Zeitgleich konfrontiert Stefan Sendera den verdächtigen Kollegen mit den bisherigen Erkenntnissen. Laut Aussage der Freunde gab es am Abend zuvor einen erbitterten Streit zwischen ihm und der Vermissten. Ja, ja, okay. Ich hatte gestern eine Auseinandersetzung mit der Patricia. Ich habe halt schon ihre angespannte Situation halt da gemerkt und wollte sie dann einfach darauf ansprechen und halt ein bisschen trösten und wieder aufbauen. Aber sie ist total betrunken dann einfach auf mich losgegangen. Und wie gesagt, danach bin ich auch direkt weg. Und das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Betrunken auf sie losgegangen. Das heißt, es gab doch eine Art Kampfhandlung. Denn wenn sie auf sie losgeht, was machen Sie denn dann? Ja, körperlich, also geschubst mäßig. Aber wie gesagt, die Kratzer, die sind nicht, definitiv nicht von ihr. Die ist wirklich von meinem Kater. Um das zu überprüfen, wendet sich Stefan Sendera an Ava Kremin in der KTU. Die Forensikerin soll jetzt herausfinden, um wessen Blut es sich tatsächlich handelt. Dieses Blut gehört vielleicht dem Opfer. Ja. Wir können das bisher halt noch nicht zuordnen, darum bin ich jetzt bei dir. Er sagt, es ist Katzenblut. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich relativ easy, Tier- und Menschenblut da auseinanderzuhalten, oder? Na ja, gut, aber wenn er gekratzt wurde, dann wird es ja wahrscheinlich sein Blut sein und nicht Katzenblut, oder? Ach so, nee, er sagt, er ist von der Katze gekratzt genau, worden und es ist sein eigenes Blut. Ne? Ja, dann gucken wir mal, gucken wir uns an. Mal sehen, was ich finde. Ja, habe ich da schon wieder gedacht. Ich dürfte niemals in der KTU arbeiten. Ey. Dafür habt ihr mich ja dann. Ein Glück. Bringst du mir noch eine Vergleichsprobe dann von dem angeblichen oder mutmaßlichen Opfer? Patricia Lange heißt die Patricia Dame. Lange, ja. Dann wir haben die Mutter da sitzen, dann frage ich die mal nach der Blutgruppe. Und ja. Super, das wäre klasse. Gut. Gut, bis gleich. Während Stefan Sendera die Blutgruppe der Vermissten erfragt, hat Ilka Fischer am Decksteiner Weiher Unterstützung angefordert. Schließlich besteht jetzt der Verdacht eines Suizids. Herr Wegner, jetzt kommen noch weitere Einsatzkräfte. Können Sie die vorne annehmen? Ich habe hier auch schon, das kann ich da vorne auch noch machen. Prima, dann würde ich Sie bitten, einmal rüber zu gehen. Sie bringen die Kräfte dann nachher hierher. Okay, danke schön. Alles klar. Super. Bis später. Habt ihr noch was? Ja, ich habe Taucher hier vorne im Wasser. Der sucht jetzt hier das ganze Ufer ab. Ja. Auf der anderen Seite, die sind auch schon im Wasser, haben aber auch noch nichts gefunden. Also im Moment sind 10 Taucher im Wasser. 10, also, okay. Also wir müssen suchen, suchen, 15, suchen. 31 hört. Ich habe gerade eine Meldung bekommen von dem Drohnenführer. Am Steg scheint etwas im Wasser zu treiben. Bitte schaut da mal nach. Oh nein. Am Steg? Okay, okay. Ja, da hinten. Ja, wir schicken dann Taucher noch mal hin. Ich gehe da mal direkt gucken. Ja, ja, ich komme mir direkt mit. An der besagten Stelle haben die Kollegen auch ein Handy entdeckt. Bestätigen sich am Steg die schlimmsten Befürchtungen der Beamten. Da liegt ein Handy am Boot. Da ist noch was anderes. Das lassen wir jetzt gerade. Wir haben im Wasser noch irgendwas. Oh nee. Ach du Schande hier, verdammt. Da liegt das Handy. Guck mal auf der Seite. Vorsicht. Das ist eine Gummipuppe. Wo? Wo hast du eine Gummipuppe? Zeig mir die bitte noch mal, ja? Ich will das sicher sein, dass das echt eine Gummipuppe ist. Oh nein. Bring die mal ans Ufer. Okay. Jetzt warte mal ab. Ich will hoffen, der will wirklich nur eine Puppe bringen hier. Wenn es eine Puppe ist, ist alles erstmal gut. Das kann nicht sein, oder? Ja doch, seht ihr doch. Wem gehört denn die Gummipuppe? Wer ist denn auf so eine schwachsinnige Idee gekommen, Leute? Die ist nicht eure. Das hat in der Sonne gelegen. Das kann ich nicht entsperren im Moment. Das ist zu heiß geworden. Wissen Sie, ob das? Ja, das ist Patricias Handy. Das ist Patricias Handy? Ja. Da Ilka Fischer und Marc Westerhofen vermuten, dass sich auf dem Handy Hinweise zum Verbleib der 20-Jährigen befinden, ziehen sie die Kollegen auf der Wache zu Rate. Ein Code,
Sie hat ein neues Telefon erst vor kurzem und hat mir tatsächlich auch etwas gegeben, falls sie den mal vergisst. Moment. Ach hier, doch, hier. 032021. Ja? Ja, Arnold, jetzt für euch noch mal zur Kenntnis. Der Code 03201. Ja, hab ich so mit. So, jetzt geht's zu entsperren. Was hast du denn? Hast du irgendwas gefunden? Chat von Björn an Patricia. Ich würde gerne mit dir über uns reden. Was gibt es dazu zu reden, zu bereden? Warte mal, Björn? Hallo, warten Sie mal kurz, bitte. Ich soll noch aufräumen gehen. Ja, Björn? Ja. Sie haben Patricia eine Nachricht geschickt. Hier steht drauf. Was denn? Ich würde gerne mit dir über uns reden. Und da hat Patricia darauf geantwortet, was gibt's da zu bereden? Was soll das? Björn, ich hab gedacht, Sie sind ein Pärchen. Das ist jetzt zweigleisig, oder? Nee. Wenn die eine nicht flutscht, dann die andere. Also mit dem Pärchen, ich habe das so verstanden, hier macht jeder mit jedem irgendwie. Aber da läuft doch irgendwas, oder nicht? Na gut. Tu doch mal die Eule hier weg. Ich hatte mit ihr mal was. Das war aber einmal. Das war nur Spaß. Du hast nichts gesagt. Weiß sie das? Ich hab nichts gesagt. Ey, hast du was wenn hätte ich von Anfang an das gesagt, dann wäre doch alles direkt auf mich gelaufen hier. Der Verdacht, dass ich ihr wehgetan hätte. Nee, das läuft jetzt gerade besonders auf sie hinaus, weil sie eben halt nichts gesagt hat. Ich weiß aber nicht. Unterdessen hat der Suchhund eine Fährte aufgenommen. Diese führt den Hundeführer und die Beamten auf direktem Weg zu einem abgestellten Auto auf einem Parkplatz. Das ist mein Auto. Ich habe einen Schlüssel. Sie müssen da nicht kratzen oder so. Machen Sie mal auf. Warum ist hier Blut am Kofferraum? Weiß ich auch nicht. Ich war hier seit gestern auch nicht mehr. Mach auf, komm, Junge. Was hast du gemacht? Kackte Schlüssel. Du warst gestern im Auto, ich habe den Schlüssel gegeben. Ich hab den nicht. Der war gestern noch im Auto. Gar nicht gut. Wir haben den Stein gefunden, Blut dran, am Auto ist Blut. Wir wollen auf jeden Fall jetzt in den Kofferraum schauen. Ich habe die Laborergebnisse für dich, die du haben wolltest. Ja. Und zwar sieht das so aus. Du hattest mir ja die Blutgruppe gegeben. Die nachgewiesenen Blutgruppen, sowohl an der Jacke als auch an der Wunde selber, sind Blutgruppe A. Und der DNA-Test hat auch nachgewiesen, dass es beides sein Blut ist und beziehungsweise... Wie ich gesagt habe. Genau. Dann sind sie jetzt erstmal raus aus der Schusslinie, ne? Ich sag ja, ich bin auch so blöd. Wäre ich einfach gestern da gewesen, dann wäre das gar nicht passiert. Dann wüsste ich jetzt, wo sie war. Aber ich habe sie halt da stehen lassen. Vielleicht hätten sie sich ja auch irgendwo als Held bedienen können, ne? Wenn das eine gute Arbeitskollegin von Ihnen ist und sie hätten ein bisschen Acht auf die gegeben, ne? Dann wäre vielleicht das gar nicht passiert, dass die jetzt verschwunden ist. Am Parkplatz des Decksteiner Weihers machen die Beamten kurzen Prozess und brechen den Kofferraum auf. Als dieser leer ist, nimmt der Suchhund erneut Witterung auf und führt die Beamten zu einem mobilen Klo. Hallo? Ist verschlossen? Hallo? Ja, das ist hier jemand drin? Kann ich mir nicht vorstellen. Ach du liebe Zeit, hier ist jemand drin. Gott sei Dank. Die anderen bleiben zurück, alle zurückbleiben. Hallo? Alle zurück. Geht alle nach hinten. Warte, ich versuche die mal gerade rauszuholen. Ja, mach mal. Also. Hallo, geht's Ihnen gut? Atmet sie? Hey! Ruhig. Hallo! Hey, Polizei ist hier. Ah, du bist da. Bist du da? Hey, hol ein RTW runter. Bist du da? Guck mich mal an. Pass mal auf, du kommst jetzt mal gerade schnell raus. Arnold, 1531. Ilka Fischer informiert umgehend die Kollegen auf der Dienststelle. Besonders die Mutter der Berufsschülerin ist erleichtert über die guten Nachrichten. Oh Gott. Oh, danke, lieber Gott, danke. Jetzt sag doch noch mal, wie ist das denn jetzt hier alles vonstatten gegangen? Warum hast du denn jetzt diesen Brief geschrieben in dieser Flaschenpost? Der hat uns völlig wahnsinnig gemacht. Wir hatten Taucher hier, wir haben Drohnenflieger hier gehabt. Die Einsatzhundertschaft, es haben hier Mengen an Kollegen gesucht. Ja, wir haben ja hier gefeiert und die Situation ist irgendwie eskaliert, weil ich habe die ganze Zeit Björn und Lisa miteinander gesehen und ich habe ja Gefühle für Björn und das hat mich voll durcheinander gebracht. Dann habe ich die ganze Zeit getrunken, dann hatte ich noch Streit mit Stefan. Also der Brief war nicht für Stefan, der war für Björn? Ja. Okay. Und ja, dann habe ich mich ja mit Stefan gestritten, weil er mich ja darauf angesprochen hat, dass ich meine Prüfung nicht geschafft habe und alle anderen ja schon. Heißt, ich habe weiter getrunken und dann irgendwann bin ich voll betrunken gegen Stein und keine Ahnung. Also keiner von denen hat irgendwas damit zu tun gehabt, dass du jetzt hier verletzt bist. Es ist einfach nein, nur ganz schräg gelaufen.
Warum hast du dich an keinen gewandt? Warum bist du nicht nach Hause? Ja, wie gesagt, ich war die Einzige, die einfach nicht den Abschluss geschafft hat. Und ich wollte trinken. Ich wollte einfach diesen Kummer, den ich hatte, einfach selbst für mich, einfach, sag ich mal, mich selbst ersäufen. Ja. Okay. Und dann den Abschluss im Klo gefunden. Lass dich einmal vom Krankenwagen untersuchen. Wir gehen einmal rüber. Gott sei Dank, dass wir Patricia gefunden haben. Hier hat wirklich jeder sein Bestes gegeben. Wir haben ja verschiedene Dienststellen, verschiedene Leute gehabt. Eigentlich eine Verkettung mehrerer unglücklicher Zustände, aber gut, dass es so ausgegangen ist und wir keine Leiche haben und keine Todesnachricht überbringen müssen. Die Jugendlichen müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Außerdem mussten sie ihren Müll beseitigen und ein Ordnungsgeld zahlen.